Lauf. Und in der Basis werde ich jetzt nicht sofort durchlaufen und nur Essen holen und dann weiter zu der Basis da unten, sondern in der Zwischenzeit kamen ein, zwei Kommentare mit doch recht wichtigen Verbesserungsvorschlägen. Also zum einen wurde ein Ruheport gekappt, das ist mir nicht aufgefallen hier unten, und zum anderen sollte ich doch ein bisschen mehr den Ökogon raushängen lassen. Und das ist vollkommen richtig. Die grünen Module habe ich mich total verdrängt. Ich guck mal, ob ich die überhaupt schon ordentlich bauen kann. Geht so. Ich brauche rote Chips, wenn ich es richtig sehe. Weil die Plastikbarren da unten rechts sind eigentlich nur die Platzhalter für die roten Chips. Das heißt, ich will es mir nachher oben, hol die. Hoffentlich ist da genug vorhanden. Ah, hier kriege ich mal hin. Ah ja, doch, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Grüne Chips hätte ich auch ganz gerne. Die sehen gut. Wow. Jo, mach tot. Grüne Chips sehen nicht so gut aus. Also ich kann die hier rausnehmen, aber die werden gleich ein und nicht verbraucht für die roten, bis die dann irgendwann mal voll sind. Und für Skynet, aber Skynet ist gekappt. Okay. So, Schilder regenerieren sich langsam, das ist okay. Das heißt, ich kann hier... Was fehlt da jetzt? Achso, Kupfer oder grüne Chips. Soll ich jetzt grüne Chips etwa selber herstellen? Dafür bin ich hier nicht Anführer geworden, wenn ich jetzt selber alles machen muss. Nächste Art von Combat Robot kann ich knicken, weil das viel zu viele Science Packs kostet. Aber ich kann die Follower-Zahlen noch erhöhen. Genau. Das wird übrigens auch nochmal dezent darauf hingewiesen. So nach dem Motto, du Gero, da waren noch kleine Roboter, die nicht Sachen hin und her tragen und reparieren. Die können nämlich auch Piu-Piu machen. Und mit denen zusammen könnte das Basisknacken einfacher sein, weil sie halt den Kleinkram wegschießen, den ich mit dem Flammenwerfer und der Gatling gar nicht so gut erwische. Und das ist vollkommen richtig. Und klingt echt gut. Deswegen erforsche ich das jetzt mal und werde dann demnächst auch die Kampfroboter automatisieren. Und zwar die beiden Kügelchen hier. Weil das anscheinend die einzigen sind, die ich ohne einen Riesenaufwand an Alien-Artefakten auch herstellen kann. Jo, 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 jo. Das zusammen mit dann eventuell auch noch Illyrium-Munition. Weil das Illyrium mir über ist und das genauso. Weil ich weder das noch das zu der Flüssigkeit umverwandeln kann, die ich brauche, um die Lila-Science-Pack herzustellen. Und an denen hängt ja gerade recht viel. So, Kupfer. Das mit den grünen Chips ist doof. Ich hätte gerne mehr grüne Chips. Ich stelle jetzt ein paar selber her, auch wenn das ein bisschen mehr ist. So. Aber daran werde ich gleich auch noch rumtinkern müssen, dass das mehr wird. Player Inventory full. Ja, tu mal. Few Blocks raus. Und die brauche ich gerade nicht. Dich auch nicht. Die ganze Munition brauche ich, wenn ich unten die andere Basis angreife, aber dafür bräuchte ich den theoretisch auch noch. Das kommt raus. Wenn ich unten diese andere Basis angreife, dann bräuchte ich auch wieder Türme, um die Königin zu knacken. Nee, Königin knacken kann ich jetzt hier inzwischen auch so. Ich glaube, das teste ich einfach mal. Also nachher, wenn ich die anderen Sachen jetzt behoben habe. Dann wurde ebenfalls noch erwähnt, dass die Türme hier ja sinnlos sind. Das möchte ich noch ganz kurz klarstellen. Also es wurde gesagt, dass sie sinnlos sind, weil sie halt gar nicht mehr mit Munition versorgt werden. Das ist soweit richtig, theoretisch. Aber es sind noch recht viele Türme dazwischen, die schießen können. Und die denn dabei helfen, dass wenn hier was spawnt, was auch erschossen wird. Das heißt, ihr habt recht und ich habe recht. Was eine schöne Situation ist. Ideal wäre wahrscheinlich, wenn ich alles komplett abreißen würde und dann strukturiert mit diesem Dreierpack hier zwischen die hinsetzen würde. Aber das kostet mir gerade zu viel Zeit. Werde ich aber im Augenschein behalten. Denn je weniger Türme ich habe, desto weniger Radarslots brauche ich. Und die Radardinger verbrauchen echt tierisch viel Strom. So, wo habe ich hier was falsch gemacht? Da habe ich es falsch gemacht. Dann nimm doch mal hier einen davon. Setz den mal dahin. Bapp da ein Licht runter, dass ich die auch überhaupt sehen kann. So. Und dann passt das. Dann muss ich auch hier noch weiter dich setzen. Hoffentlich auch richtig dieses Mal. So. So. Ecke mache ich dann später irgendwie. Dann bau bitte jetzt weiter
davon 6 Stück. Und ich sollte, glaube ich, erstmal wirklich nur die hier nehmen. Die machen ja schon 30%. Ja, der Sprung von 30 auf 40 lohnt sich gar nicht. Dafür sind die hier exorbitant teurer. Also nur die einer bauen. So, wir haben Flächenangriff oben. Was wurde zerstört? Akkus und ein blaues Ärmchen. Das ist völlig in Ordnung. So, hier ist was nicht richtig. Ist. Oh nee. Habe ich schon wieder irgendwo einen Fehler gemacht? Die Rohre dürften noch nicht voll sein. Die müssten noch eigentlich alle leer sein, weil die Fabriken oben alles durchgehend verbrauchen. Nicht die Fabriken, die Raffinerien. Ich gucke. Geht nach hier. Geht darüber. Geht dahin. Geht da rein. Geht da rein. Nee. Das arbeitet so weit, wie es soll. Wir haben nur zu viel Öl. Oh. Petroleumgas ist fast voll. Leichtöl auch, Schweröl dafür fast nicht. Warum? Leichtöl wird nicht verbraucht, weil anscheinend die Fuelblocks nicht schnell genug verbraucht werden, oder wie? Ja, Jungs, verbraucht mal hier ein bisschen mehr Zeug. Und das mit dem Petroleumgas. Petroleumgas war für Schwefelproduktion zuständig, für Schwefelsäure zuständig, dementsprechend auch und für die blauen Chips. Die werden aber gerade nicht hergestellt, weil... Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Was wird da zerstört? Ach, Türme schießen. Nee, kann ich mit reden. Du tust nichts rein, weil du voll bist. Du stellst nichts her, weil rote Chips fehlen? Tu mal weg. Nee, weil grüne Chips fehlen. Hier sind 80 Stück drin. Das Ärmchen zeigt von da nach da. Ah, nee. Haha, ich habe dich falsch gesetzt gehabt. Du hast noch ein blaues Ärmchen drin gehabt. Jetzt passt das. Okay, gut. Das wird also hier auch weiter verbraten. Was jetzt eigentlich nicht gut ist, weil jetzt werden noch mehr grüne und rote Chips verbraucht, um blaue Chips herzustellen, die ich eigentlich nicht so wirklich brauche. Aber es sind hier nur 100 Stück. Das ist vertretbar. Forschung ist da gleich auch durch. So, grüne Chips. Du machst. Könnte ich nochmal erforschen. Wie viele blaue Tränke haben wir? Wow. Wir haben sehr viel Forschungskram. Das ist schick. Dann mach das doch gleich auch nochmal hier. Okay, ab der nächsten, also übernächsten Stufe wird es dann garstig, was wieder die Tränke angeht. Aber bis dahin kann ich machen. So, wie optimiere ich hier? Das da macht Energy Consumption plus 50%. Also vielleicht ein davon. Dadurch ist das Ding... Also verbraucht 20% mehr Strom, ist dafür auch 20% schneller. Ich sollte das lieber so machen und das mit einer besseren Fabrik bestücken, richtig? Habe ich schon eine gelbe automatische Fabrikproduktion? Nein. Und hatte ich nicht damals hier extra Platz gelassen, dass ich hier irgendwo gelbe Fabriken... Ich glaube, das Ärmchen ist davon noch so ein Überbleibsel. Ich glaube, hier sollte eine gelbe Fabrik hin. Oder warum ist hier von da nach da ein blaues Ärmchen? Ich glaube nicht, dass hier zur... Fließbandherstellung blaue Fabriken brauchen. Yeah. Gut. Salz. Ich hätte trotzdem gerne eine gelbe Fabrik. Dafür bräuchte ich noch mehr Kupfer. Wobei, warte, das Kupfer brauche ich in welcher Form? In... So. Ach, in Form von grünen Chips, also in Form von Draht. Warte mal, ich kann doch bestimmt hier irgendwo... Selbst das Draht ist alle? Achso ja, das Draht ist alle, weil nicht genug Kupfer kommt, um durchgehend Draht herzustellen, richtig? Wahrscheinlich. Also um den Rattenschwanz jetzt weiter zu verfolgen mit ne, grünen Modulen und grünen Chipmangel und Drahtmangel, geht es wieder runter zur Kupfergeschichte. Wobei ich ja das Kupfer, was von da oben kommt, hier runtergeschickt habe nach da...
Und da sollte es jetzt eigentlich alles vergriesgenasselt werden. Hier. Oh, genau hier. Bam. 60% weniger Stromverbrauch. Mal eben von 180 auf 72 runter. Wenn ich das jetzt bei allen mache, muss das einen richtig guten Boost geben, was unsere Stromgeschichte angeht. Kostet nur wieder Kupfer und Kupfer habe ich nicht, also nee. Oh ja. Das heißt, das Kupferproblem kann ich beseitigen, indem ich noch mehr Grinder habe. Das ist ein sehr schöner Lösungsansatz, wenn wir denn einfach so mehr Grinder herstellen könnten. Ich könnte das Kupfer so roh einschmelzen. Was aber viel zu gefährlich ist. Weil ich habe... Naja, es ist nicht gefährlich per se, aber es kann langfristig zu Problemen führen. Also in, keine Ahnung, 30 Folgen oder so, wenn denn das da oben auch aufgebraucht ist. Dann würde ich mich verfluchen dafür, dass ich nicht alles zu Flex verarbeitet habe. Wie schlimm ist unser Problem denn wirklich? Eisenplatten sind 12.000, Kupfer ist immer noch nicht existent im System. Alles verbraucht. Aber ich habe bald nichts mehr zum Forschen. Das heißt, es wird schon mal kein Kupfer mehr für Forschungssachen verbraucht. Also vielleicht balanciert sich das dann irgendwie rein. Keine Ahnung. Ich denke, ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar folgendermaßen. Ich mache hier einen Splitter rein. Ich kann keinen Splitter brauchen, weil ich keinen Kopf habe. Das ist traurig. So. Bau einen Splitter. Ich mache es jetzt einfach temporär. Es ist jetzt nicht produktiv, aber es ist hoffentlich effektiv. So. So. Das wird jetzt verteilt, sodass alle Schmelzöfen durchgehend arbeiten. Und dadurch, dass die Vieh hier noch extra dazu arbeiten, hoffe ich, dass ich genug Eisenplatten bekomme, um die Probleme oben zu beseitigen. Auch wenn es dann halt schade ist, um das Eisen, das Kupfer, was nicht zu Flakes verarbeitet wurde. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich habe mich da jetzt mehrfach verfranst in dem Satz. Gut. Also, Kupfer kommt hoffentlich. Eisen haben wir eh einen guten Puffer. Jetzt werden nach und nach mit den Kupferplatten die Ökogon-Module gebaut. Wie heißen die eigentlich wirklich? Das sind Effektivitätsmodule. Produktivität, Effektivität, Speed. Jo. Also werden Effektivitätsmodule gebaut. Zack, 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 zack. Die kommen dann jeweils in die Schmelzöfen, dann passt das. So, ich wollte noch unten die Basis mir angucken, ob ich die grinden kann. Also alle X-Folgen abklappern. Und ich wollte den Ring hier ein wenig optimieren. Ja. Ja, das mache ich mal. Also ich riskiere jetzt kurz was, indem ich die einfach komplett alle abreiße. Damit. Und ja, samt Poles, weil die Poles sind hier eh ein bisschen schräg. Und dann werde ich in regelmäßigen Abständen, wie auch immer ich das definieren werde, diese Dreier-Sets von Sniper-Türmen hinsetzen. Wofür waren die Fließbänder hier? Das ist auch noch ein Überbleibsel von irgendwas, ne? Okay, die können wir alle weg. Die Türme selber brauchen zwar keinen Strom, aber... Vielleicht kann ich jetzt hier ein, zwei von denen da einsparen. Bei euch kann ich keine Module reinpacken, ne? Nee. Aber ich könnte... Man baut mal ein Beacon. Wo war ein Beacon? Habe ich Beacon überhaupt schon erforscht? Hatte ich vor kurzem schon mal geguckt, oder? Da, genau. Small. Natürlich auch wieder grünen Chips. Ein Small Beacon bauen und um den Small Beacon rum die Dinger hier. Also dann so einen kleinen Cluster mit Beacon in der Mitte und dann vier oder was von denen drumherum. Dann dürften die auch weniger Strom verbrauchen. Und lösen sich die Deaktivierungsaufträge eigentlich genauso auf wie die Bau-Blueprints? Nö, ne? Ich glaube nicht. Also kann ich hier ruhig die armen Baubots total ver... Oh oh. Mist. Hier war was, ne? Das da gehört nämlich zu dem sinnvollen Fließband. Das andere war sinnlos.
Das hier ist wichtig. Das bringt Munition an die Front. Wobei es jetzt immer noch fraglich ist, wie sinnvoll die Gatling-Türme noch sind. Und ob ich überhaupt mit blauer Munition weitermachen will oder komplett auf Rücken stellen. Ja, aber, ja. So, hier wird nichts mehr geforscht. Raus.